Herzlich willkommen zu diesem neuen Asphaltsüchtig-Video vom windigen Bungalow auf der Isle of Man. Und wo könnte ein Video zum ersten Besuch auf der Isle of Man besser starten als neben der Statue von Joey Dunlop, 26-facher TT-Sieger und bis zur TT 2024 auch der absolute King of the Mountain, so auch sein Spitzname. Niemand hatte mehr Siege bis zum Supersportrennen in diesem Jahr. Sein Neffe Michael Dunlop hat den Rekord eingestellt und hat jetzt in den nächsten Tagen auch noch die Option, hier seinem Onkel den Titel abzugreifen und abzutreiben. Und ich bin hier auf der Insel unterwegs und das erste Mal vor Ort, bin wirklich fasziniert von dem, was hier passiert, und will ich dann natürlich ein bisschen mitnehmen. Und wir werden auch mit Personen sprechen, die hier schon einige Male auf der Insel gefahren sind, und auch Newcomer, und erfragen, wie es als Rennfahrer aus der Racing-Perspektive ist, hier auf der Insel das erste Mal unterwegs zu sein. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wir sind bei Metzler, die uns ja hier zu dieser Veranstaltung eingeladen haben, und die Reifen sind mir natürlich sehr vertraut von der Rennstrecke, damit bin ich ja in der Regel unterwegs, aber es gibt Unterschiede hier bei den TT-Reifen. Natürlich, die Fahrer sind zwei Runden am Stück unterwegs, 120 Kilometer, über 120 Kilometer auf normalen Straßen, und das auch unter besonderen Bedingungen, und diesen trägt auch dieser Reifen, ja, wie soll ich sagen, er geht drauf ein und dämpft das ab, gibt eine Besonderheit an diesem guten Stück, denn wie beim Racetech K3, dem Straßenreifen, ist hier in der Mitte ein etwas härterer Compound, eine härtere Gummimischung drin, weil es ja doch sehr viel gerade, schnell geradeaus geht, um hier die Lebensdauer zu erhöhen. Und was ich gerade gelernt habe, es gibt auch zwei verschiedene Karkassvarianten. Die junge Generation, David Todd, Dean Harrison zum Beispiel, die hier sehr flott unterwegs sind, nutzen die klassische Variante, wie man sie auch vom Rennstreckeneinsatz kennt. Die sind es gewohnt, dass der Reifen sehr viel arbeitet. Ein John McGuinness zum Beispiel, der nutzt die etwas steifere Karkasse, weil er einen anderen Fahrstil hat, mehr auf den Schultern fährt, nicht so sehr auf den Kanten und etwas weniger Bewegung im Reifenmarkt. Deswegen hier zwei verschiedene Varianten. Und ja, jetzt wird es tatsächlich Zeit, sich um die Fahrer zu kümmern. Und wir haben natürlich auch deutsche Piloten am Start, auch einen Newcomer wie mich hier auf der Rennstrecke. Und den wir uns jetzt mal zur Brust nehmen und ausquetschen, wie für ihn die ersten Kilometer gelaufen sind. So, liebe Leute, das erste Mal Isle of Man TT, und das Wetter, ihr hört es vielleicht auch, ist entsprechend. Es regnet, es windet und es wird heute tatsächlich auch nicht gefahren. Und deswegen nutze ich natürlich die Gelegenheit, mir zwei Leute an die Seite zu holen, die eine ähnliche Premiere auf der Isle of Man feiern. Zum einen Patrick Hoff, du bist dieses Jahr das erste Mal als TT-Starter dabei. Ja. Hallo, freut mich, dass du da bist. Servus. Und David Dutzer. Der war zwar schon ein paar Mal auf der TT, aber hat dieses Jahr die Premiere mit einem völlig neuen Motorrad. Und das bringt mich natürlich, ja, zur spannenden Frage, wie verhält sich das denn für jemanden, der auf dem Motorrad sitzt und fährt hier auf der TT? Und Patrick, da fange ich mit dir an. Wie hat sich denn für dich die erste Runde hier auf der Isle of Man angefühlt? Ja, die erste Runde war eigentlich gar nicht so extrem, muss ich sagen, weil wir sind zu zweit gefahren, es waren zwei Newcomer, der Milky ist vorausgefahren, dann müssen wir den quasi hinterherfahren, und es war eine, also wir waren zu zweit, und der andere hatte ein bisschen Probleme gehabt, entweder mit seinem Motorrad oder ich weiß nicht, mit sich selber, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir immer ein bisschen langsamer machen müssen, weil er nicht ganz hinterhergekommen ist, deswegen war die Einführungsrunde eigentlich ganz entspannt, sage ich mal. Also natürlich schon schnell um den Kurs, ja. Aber es war zum Reinkommen echt gut. Und für mich war es gut, dass ich wusste, dass ich immer weiß, wo ich bin. Also die ganze Arbeit, die ich quasi ein, zwei Jahre vorher reingesteckt habe, die hat sich quasi ausgezahlt. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich quasi vielleicht nicht weiß, wo ich mich auf der Strecke befinde, wenn du ja ein bisschen schneller fährst. Aber ja, das war nicht der Fall. Von dem her war ich echt happy und hatte eigentlich nach zwei, drei Kurven nur noch das Grinsen im Gesicht, weil alles so schnell ist und so flüssig und ja, einfach Wahnsinn.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Ich war heute Morgen hier in der Mercury Hall oder in der Mercury Hospitality und habe Milky Quail eine Runde auf dem Video durchkommentiert. Man hat ihn gesehen und er redet tatsächlich ohne Luft zu holen. Ja, ja. Ist die ganze Zeit in Action. Er liebt es, ja. Und ich habe mich gefragt, als Fahrer geht dir ja quasi genau das durch den Kopf, was er da quasi 1 zu 1 macht. Ja, ja. Und für mich war das ein Jahr. Gefühlt 15.000 Schritte, die da ablaufen auf so eine Runde. Du hast 1,5 Jahre oder 1 bis 2 Jahre Vorbereitung vor. So circa, ja. Wie bereitet man sich vor? Also ich war das erste Mal mit David tatsächlich hier. Das Gute ist natürlich, ich habe den Vorteil, er war schon hier, er hat es quasi alles schon durchlebt. Er konnte mir natürlich riesig viele Tipps geben. Also für mich war es deutlich leichter wie für ihn als Newcomer, weil ich ihn quasi an der Seite habe und er ist Deutscher. Er weiß, wie das quasi hier abläuft seit 2, 3 Jahren. Das war natürlich ein Riesenvorteil für mich, aber ja, er hat mir einige Sachen zeigen können, aber den Rest musst du natürlich für dich selber lernen. Ich war 3-mal hier auf der Insel zu Besuch, bin dann mit dem Mietauto rumgefahren, habe da einige Runden gedreht. Ja, und der Rest habe ich tatsächlich Milkys Videos onwards angeschaut, wo er alles kommentiert, wo er sagt, du musst hier aufpassen, auf die Stelle, auf das Schlagloch, auf den Gullideckel, hier und hier aufpassen. Und dann noch auf der Playstation etliche Runden gedreht tatsächlich. Weil du, das Gute ist an diesem Spiel, das ist so realistisch aufgebaut mit diesen ganzen Schlägen, die es da gibt, ist quasi auch alles im Spiel drin. Und du musst halt immer, wenn du spielst, drüber nachdenken, welche Kurve kommt jetzt als nächstes. Wie du quasi auch das auf dem richtigen Motor dann tatsächlich hast. Ich habe mich tatsächlich in der ersten Runde so gefühlt, als würde ich jetzt auf der Playstation spielen. Das ist wirklich 1:1 so, wie es im Spiel ist. Wahnsinn. Also vor allem, dass die Bumps und die Schläge und Fahrbahnunebenheiten mit drin sind. Das ist Wahnsinn. Völlig verrückt. Und du hast das Motorrad gar nicht angesprochen. Da komme ich auch zu dir, David. Du hast dieses Jahr deine Premiere auf der Triple R CBR 1000 gefeiert und bist ja eigentlich die M1000 Doppel R gewohnt und damit auch schon sehr schnell hier unterwegs gewesen. Wie muss man sich denn diese Premiere vorstellen? Was verändert sich denn, wenn du den TT-Kurs das erste Mal auf einem völlig neuen Motorrad fährst? Ja, für mich war es halt jetzt eine schwierige Premiere, denn das Motorrad war leider noch nicht am ersten Tag von der TT fertig. Und somit habe ich mich mit meinem anderen Team besser anfreunden können. Jetzt fahre ich halt die Patton SP1 im Team ILR, wo wir jetzt gerade sind. Und ja, so habe ich meinen Fokus 100% erstmal auf das Bike, auf die Super Twin stecken können. Und das Motorrad, muss ich sagen, absoluter Wahnsinn. Macht richtig Spaß, richtig schnell und man hat auch gute Chancen da irgendwo im vorderen Bereich mitzufahren, weil die Patton ist halt das Motorrad für TT-Siege oder Top-10-Platzierungen. Und ja, mit dem habe ich den richtigen Spaß gehabt. Die Honda, wie gesagt, die war dann am Dienstag oder Mittwoch, habe ich meine Premiere gehabt. Ich bin natürlich die erste Runde rausgefahren, ohne Test davor drauf zu essen. Bin Bray Hill rund und habe gesagt, schöne Scheiße, so funktioniert das nicht. Bin dann nach einer Runde reingekommen, habe gesagt, wir müssen unbedingt das Fahrwerk komplett anders erstellen, weil ich fühle mich auf dem Motorrad erstens noch nicht so wohl. Das ist ein bisschen zu klein für mich, sage ich mal von der Charakteristik her. Und ja, wir haben halt keine Erfahrungswerte gehabt, nur durch Jackson Racing oder Honda Factory Team haben wir Informationen gekriegt, die halt ja, so semi-mäßig zu mir passt haben, zu meinem Fahrstil. Aber ja, ich habe da an demselben Tag habe ich eine zweite Runde gemacht mit dem Bike, da habe ich gleich einen 124er Schnitt fahren können. Das Problem war halt, es war auf Krampf und es war wirklich nur eine Runde und ich habe gesagt, okay, ist zwar gut die Runde, aber ich brauche mehr Steps. Und jetzt haben wir halt mit dem Wetter leider Pech gehabt, jetzt haben wir das Motorrad noch mal ein bisschen ummodifiziert, haben den ganzen Höcker von dem Motorrad weggeschnitten, dass ich mehr Platz finde, weil ich habe Probleme gehabt mit dem Lederkombi und generell mit der Sitzposition. Ja. Mir sind die Arme das erste Mal in meinem Leben eingeschlafen und das war halt für mich dann so ein Ding, wie soll ich die 6 Runden schaffen? Jetzt habe ich halt natürlich auch gestern am Renntag im Superbike-Rennen kurz davor in der Früh noch ein bisschen Grippe eingefangen und habe mich nicht wohl gefühlt, war ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen tired. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, gleich in der Früh, mir geht's nicht gut, könnte man den Start absagen oder irgendwas, weil wenn du mental und körperlich nicht fit bist, brauchst du auf einen 6-Slapper Superbike-Rennen gehen. Und so war das für mich die beste Entscheidung. Und ja, mittlerweile bin ich wieder fit, habe mich fit gemacht. Ja. Und ja, jetzt wäre ich halt theoretisch heute bereit für Superstockrennen, aber ich denke, das wird wohl ins Wasser fallen. Jetzt hoffen wir nur noch, dass das mit der Twin heute funktioniert, die 3 Runden am Abend, 18.40 Uhr, 45. Ja. Aber das bringt mich tatsächlich zu einem weiteren Punkt. Ihr habt ja die beiden Motorräder angesprochen, den 6 Runden, also das 6-Runden-Rennen gestern, heute wären es 4 Runden beim Superstockrennen. 3 Runden. 3 Runden beim Superstock. Also auch doppelte quasi Belastung. Wie
Wie macht man das denn körperlich? Wie steckt man das weg? Also, und wie bleibt man entspannt, wie du es gerade beschrieben hast? Also Patrick, ich fange mit dir an. Also bist du schon so weit, dass du sagst, ich bin entspannt, wenn ich draußen unterwegs bin? Die ersten paar Runden waren schon eher ein bisschen unentspannt, sage ich mal. Ich war jetzt nicht wirklich verkrampft, aber ich war schon so, dass ich mich vielleicht ein bisschen zu stark am Motorrad festgehalten habe, als wie das Motorrad einfach machen zu lassen. Ich meine, es ist schon so, es gibt so viele Schläge hier, du musst das Motorrad auch festhalten, weil sonst fängt es von selber an zu wackeln, aber du darfst halt auch nicht zu verkrampft das Ganze betreiben. Ja. Aber ich habe dann am ersten Tag tatsächlich 7 Runden schon gefahren. Also 7 Runden durfte ich fahren, weil ich auch bei den 600ern mittrainieren darf als Newcomer. Deswegen konnte ich 7 Runden fahren. Und es war eigentlich schon so, also es laugt natürlich schon aus, weil das sind ja 60 Kilometer oder 61 Kilometer eine Runde. Aber es war eigentlich schon so, dass ich mich auf der BMW mittlerweile so wohl fühle, dass es eigentlich nicht so war, dass ich sagen müsste, ich wäre jetzt zu verkrampft oder mir machen die Unterarme zu oder irgendwas. Es war dann einfach die körperliche Erschöpfung und auch das vom Kopf her, glaube ich, das viele Fahren und immer das Nachdenken, das erschöpft einen dann quasi auch, sage ich mal, durch die lange Dauer einfach von dem Kurs. Fokussiert zu bleiben. Genau, und, ja, immer drüber nachzudenken, was kann das nächste. Du darfst halt wirklich keine Sekunde abschalten, weil sonst geht es in die Hose hier. Ja. Also, ihr habt es gerade gehört, die mentale Belastung ist nicht zu verachten. Und das wäre jetzt nämlich noch ein Anknüpfungspunkt an dich. Als du das erste Mal hier auf der TT unterwegs gewesen bist, bist du ja mit der 600er gestartet. Du bist ja damals gar kein Superbike gefahren. Patrick macht das jetzt anders. Wäre das eine Empfehlung gewesen, zu sagen, okay, fang klein an? Pierre-Yves Mignon zum Beispiel, der macht das ja auch so. Der fährt ja sogar, oder ist ja, glaube ich, mit der Super Twin nur eingestiegen. Genau, mit der Super Twin. Empfehlung, sage ich jetzt mal, von meiner Seite, eigentlich soll man das machen, wo man sich die meiste Zeit am wohlsten gefühlt hat. Ja. So wie jetzt beim Patrick zum Beispiel auf dem Superbike. Der hat jetzt die letzten Jahre solche Steps gemacht, wo ich sage, okay, warum Motorradwechsel machen oder kleiner anfangen. Ja. Das mit dem Big Bike funktioniert ganz gut. Mit einem 118er Schnitt hat er einen brutal guten Kurs gemacht. Ja. Und sage ich, nee, ich müsste jetzt nicht sagen, du musst unbedingt 600er mit der anfangen oder mit einer Twin. Ja. Da mit einer Twin, das wäre natürlich genial, weil da lernst du Strecke, du hast Zeit, die körperlich und mental auf was Größeres vorzubereiten. Ja. Aber er hat es genau richtig gemacht, sage ich mal. Er hat sich noch ein Jahr Zeit lassen, hat nochmal IAC gemacht, ist dann eingestiegen in die, mit der Superbike oder mit einem bekannten Superbike. Ja. Und macht seitdem halt einen guten Job. Also ich wäre halt dafür, dass man das macht auf dem, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Und natürlich mit dem Team, wo man sich wohlfühlt. Und dann läuft es natürlich. Sehr schön. Ihr habt das gehört, da gab es gleich noch Lob vom, ja, wie soll ich sagen, Mentor, der hier mehr Erfahrung hat. Und jetzt hat es tatsächlich draußen auch aufgehört zu regnen. Ich drücke mal den Daumen, dass wir heute noch ein Rennen sehen. Patrick, dir drücke ich natürlich wünsche dir viel Spaß. Danke, im ersten richtigen Rennen sozusagen. Und für dich natürlich heute Abend im Super Twin alles Gute. Ja. Und danke fürs Gespräch. Gerne. Und wir suchen uns jetzt gleich noch einen weiteren Fahrer, der hier auch sehr, sehr flott auf dem Kurschen unterwegs ist. Das war Teil 1 des Videos zu meinen Eindrücken von der TT-Premiere auf der Isle of Man. Und in den Tagen bei der Tourist Trophy ist so viel Material zusammengekommen, dass ich tatsächlich noch ein zweites Video vorbereitet habe. Das wird heute in einer Woche hier auf dem Kanal veröffentlicht. Und in Teil 2 spreche ich mit einem Mann, der tatsächlich seine Bewerbungsunterlagen gefälscht hat, um auf der Isle of Man seine Road Racing Premiere zu feiern. Und ihr bekommt am Ende natürlich meine Eindrücke und mein Fazit zur Tourist Trophy 2024. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, es gibt einen Podcast, den habe ich aufgenommen zusammen mit meinem Co-Host Jan vom Gasgeflüster Podcast. Den Link findet ihr hier in der Videobeschreibung. Da spreche ich natürlich auch ausführlich über meine Eindrücke von der Tourist Trophy 2024. Und wenn ihr das Video in einer Woche nicht verpassen wollt, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Bis dahin bedanke ich mich für euer Like und euren Kommentar unter diesem Video und sage ciao, bis zum nächsten Mal.